Letztes Jahr habe ich ein Video veröffentlicht zu den 6 Gründen, um noch heute mit dem Meditieren zu beginnen. Und ich habe dir darin von den Vorteilen berichtet, mit denen Meditation einhergeht. Seither bekomme ich immer wieder Anfragen, doch mal ein Video darüber zu drehen, wie man richtig meditiert. Und das gibt es jetzt. Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Eines vorweg, ich bin überhaupt keine Expertin, was Meditation anbelangt. Ich habe keinen Kurs besucht oder so. Aber ich meditiere mit einigen Unterbrechungen bestimmt schon 3 Jahre, habe einige Bücher dazu gelesen und vor allem auch mit einigen Apps gearbeitet, die einem immer wieder die Grundlagen erklären. Eine App, die ganz neu auf dem deutschen Markt ist und die geführte Meditation in deutscher Sprache anbietet, die werde ich dir übrigens am Ende dieses Videos vorstellen. Also bleib dran! Meditieren ist im Grunde nicht schwer. Du brauchst dafür kein Equipment, es kostet dich nur wenige Minuten am Tag, es hat viele bestätigte positive Auswirkungen und es kostet dich nichts. Es gibt also im Grunde keinen wirklichen Grund, nicht sofort damit anzufangen. Also legen wir gleich los. Die Vorbereitung. Erstens, richte dir einen Meditationsplatz ein. Meditieren kannst du im Grunde überall. Du kannst es im Sitzen machen, im Stehen, im Gehen, im überfüllten Zug oder auf einer einsamen Bergspitze. Aber gerade am Anfang, wenn du Meditation zu einer festen Gewohnheit machen möchtest, dann bietet es sich an, dir einen festen Platz dafür einzurichten. Das kann zum Beispiel einfach eine kleine Ecke in deinem Zimmer sein. Und dort kannst du es dir auch ein bisschen hübsch herrichten. Du kannst dir vielleicht eine Kerze hinstellen oder ein Blümchen, ein schönes Kissen auf den Boden legen. Oder du belässt es ganz pragmatisch und stellst dir einfach einen Stuhl hin. Zweitens, wähle deine Meditationsposition. Traditionell wird mithilfe eines Meditationskissens auf dem Boden meditiert. Du kannst es dir Lotus oder Schneidersitz oder auch auf den Knien sitzend bequem machen. Diese Positionen sind allerdings am Anfang recht gewöhnungsbedürftig und können auch ein bisschen schmerzhaft sein. Vielleicht möchtest du daher für den Anfang auch einfach dich auf den Hocker oder auf den Stuhl setzen. Achte aber am besten darauf, dass du dich nicht anlehnst, sondern dass du wirklich eine gerade, aufrechte Haltung einnimmst. Sie sollte aber auch, wie gesagt, etwas bequem und gelöst sein, damit du diese Position auch wirklich 10 Minuten oder länger am Stück durchhalten kannst. Ich selbst habe am Anfang damit angefangen, einfach auf einem Stuhl zu meditieren und inzwischen mag ich es am liebsten mit einem Kissen auf dem Boden. Drittens, veranschlage eine feste Tageszeit, zu der du meditierst. Das hilft dir nämlich, Meditation wirklich zur Gewohnheit zu machen. Dabei kannst du ruhig ausprobieren, was für dich am besten klappt. Also es gibt da keinen, du musst es morgens machen oder abends oder irgendwie in der Mittagspause. Jeder Mensch sucht sich da einen anderen Zeitraum und wahrscheinlich fluktuiert, also wechselt dieser Zeitraum auch über die Zeit ab. Bei mir war es nämlich zum Beispiel so, dass ich angefangen habe, morgens zu meditieren und dann irgendwann festgestellt habe, dass es mir noch mehr zugute kommt, wenn ich es direkt nach Feierabend sozusagen als Abschaltprogramm mache. Dann bin ich irgendwann dazu übergegangen, das vor dem Zu-Bett-Gehen direkt zu machen. Und dann bin ich wieder morgens gelandet. Also, wie gesagt, es wechselt so ein bisschen ab und schau einfach für dich, wann du dir am ehesten diese Zeit freiräumen kannst und vielleicht auch zu welchen Zeitpunkten du am meisten davon profitierst. Also wann ist es für dich wichtig, dich so ein bisschen zu erden und zu beruhigen? Bist du vielleicht ein Mensch, der morgens sofort auf 180 ist und ganz viele Gedanken im Kopf hat und dann erstmal diese Erdung, dieses Durchatmen braucht? Oder bist du jemand, der das vielleicht während der Arbeitszeit mal zwischendrin in der Mittagspause braucht oder lieber zum Abschalten am Feierabend oder wie gesagt abends im Bett, damit du vielleicht auch ruhiger einschlafen kannst und dann nicht in dieses Gedankenkarussell verfällst? Viertens, stell dir einen Wecker. Das ist wichtig, damit du während der Meditation nicht ständig auf die Uhr gucken musst. Und für die ersten Atemübungen brauchst du das noch nicht unbedingt, aber wenn du dann später mal 5, 10 Minuten oder länger am Stück frei meditieren möchtest, dann willst du natürlich dich ganz auf diese Sache konzentrieren und nicht ständig im Kopf denken, ist jetzt die Zeit vorbei? Ist jetzt die Zeit vorbei? Also stell dir dann einfach einen Wecker. Es gibt wunderschöne Melodien und Töne, mit denen du dir das Ende der Meditation anzeigen lassen kannst. Also nimm auf gar keinen Fall irgendeinen schrillen, schrecklichen Weckerton, sondern da was ganz Sanftes, vielleicht auch einfach nur ein Gong. Wenn du mit geführten Meditationen arbeitest, fällt dieser Punkt natürlich weg, denn da gibt es ja einen ganz klaren Anfang und ein klares Ende und da musst du dich sozusagen um nichts kümmern. Fünftens, nimm die richtige Sitzhaltung ein. Wenn du auf einem Stuhl sitzt, dann sollten deine Beine ungefähr im rechten Winkel gebeugt sein. Zwischen deinen Knien sollte etwas Platz sein, die Füße stehen parallel zueinander und die Fußsohlen ruhen flach auf dem Boden. Generell solltest du bequem und aufrecht sitzen. Die Schultern ziehst du leicht nach hinten und hältst den Kopf gerade. Wenn du das Kinn leicht einziehst, streckt das deine Halswirbelsäule. Den Unterkiefer lässt du locker nach unten sinken.
Die Zungenspitze ruht am Gaumen. Die Arme sind locker und die Hände legst du auf deinen Oberschenkeln ab. Deine Augen bleiben leicht geöffnet und blicken auf eine Stelle circa 2 Meter vor dir. Alternativ kannst du deine Augen natürlich auch schließen, wenn du dich dann besser konzentrieren kannst. Meditation für Anfänger. Du hast jetzt alle Vorbereitungen getroffen. Mit der folgenden Atemübung lernst du erstmal, dich auf deinen Atem zu konzentrieren. Denn der Atem ist ein ganz, ganz wunderbarer Anker, mit dessen Hilfe wir uns sofort ins Hier und Jetzt befördern können. Also der Atem, der ist immer dabei, der ist immer verfügbar, der kostet dich nichts und der kann dich wirklich innerhalb von Sekunden aus diesem Gedankenkarussell rausholen. Und dazu gehst du folgendermaßen vor. Erstens, nimm deine Meditationshaltung ein und erlaube deinem Körper zur Ruhe zu kommen. Ich persönlich rotiere gern noch ein bisschen mit meinem Kopf oder kreise mit den Schultern, um Verspannungen zu lösen. Oder ich atme tief 3-mal ein und aus, einfach um ein kleines Zeichen zu setzen, dass jetzt etwas Neues, Besonderes kommt. Zweitens, konzentriere dich auf deinen Atem. Mach dir bewusst, wie dein Atem kühl durch deine Nase einfließt und durch deine Lungen hindurch in den Brustkorb fließt. Spüre, wie dein Brustkorb sich hebt und senkt. Und verfolge den Weg weiter bis in den Bauch hinein. Kannst du spüren, wie sich der Bauch beim Einatmen sanft nach außen wölbt und beim Ausatmen sich wieder zusammenzieht? Folge deinem Atem auf seinem Weg aus deinem Körper wieder heraus, bis er erwärmt aus deiner Nase heraustritt. Drittens, konzentriere dich jetzt auf die Stelle, an der du deinen Atem am besten spüren kannst. Es sollte eine Stelle sein, wo du deinen Atem ohne jede Anstrengung wahrnehmen kannst. Vielleicht ist es also an deinen Nasenflügeln, vielleicht im Brust- oder Bauchraum oder vielleicht auch an einer ganz anderen Stelle. Konzentriere dich jetzt bewusst auf diese Stelle und lass sonst alles andere, wie es ist. Du musst nicht besonders tief atmen oder besonders lang atmen. Lass alles, wie es ist, lass deinen Atem ganz natürlich, aber konzentriere dich darauf. Viertens. Nehme dir jetzt vor, für einen Atemzug lang bewusst mit all deiner Aufmerksamkeit bei dem Atem zu bleiben. Wenn dir das für das Einatmen gelungen ist, dann nimm dir vor, ebenso bewusst beim Ausatmen zu bleiben. Fünftens, versuche deine Aufmerksamkeit nun für 3 Atemzüge bewusst bei deinem Atem zu halten. Wenn du zwischendrin mit deinen Gedanken abschweifst, dann ist das ganz normal. Verurteile dich nicht dafür, ärgere dich nicht, sondern kehre einfach wieder zum Fühlen deines Atems zurück. Sechstens, beende die Meditation, indem du dich langsam reckst und streckst und kehre dann bewusst in deinen Alltag zurück. Herzlichen Glückwunsch! Du hast soeben zum ersten Mal meditiert. Und das soll alles sein? Ja und nein, denn im Grunde ist Meditation wirklich so simpel. Es ist eine unaufgeregte Übung des Geistes. Manche Menschen gehen vielleicht mit falschen Erwartungen an die Meditation ran, erwarten irgendeinen großen Knall oder Zauber und dann wirkt so eine komische Atemübung natürlich total unspektakulär. Und vielleicht erschließt sich der Sinn des Ganzen auch nicht gleich und dann besteht natürlich die Gefahr, dass man ganz schnell wieder damit aufhört. Aber es stellen sich durchaus Veränderungen ein, nur brauchen diese ein bisschen Zeit und sie kommen vielleicht auch ganz subtil daher. Ich persönlich merke zum Beispiel, dass mir Meditation wirklich gut tut, dass sie mir hilft, bewusster und fokussierter im Alltag zu sein, dass sie mich dabei unterstützt, gelassener mit meinen Gedanken und Gefühlen umzugehen und dass sie mir natürlich auch beim Stressabbau hilft, dass sie mir eben diese kleinen Oasen der Ruhe und der Auszeit gönnt. Aber ich merke all diese Vorteile hauptsächlich, wenn ich mal eine Weile nicht meditiere. Dann fehlt mir das nämlich und dann merke ich irgendwie, dass die Dinge nicht so gut laufen wie sonst. Also ja, Meditation ist so simpel. Und nein, denn natürlich gibt es noch viel mehr, was du tun kannst. Atemübungen sind einfach sehr beliebt, weil sie uns schnell ankern und uns bewusst wahrnehmen lassen, was zum Beispiel in uns selbst, in uns drin passiert. Sie sind daher in fast jeder Meditation ein integraler Bestandteil. Aber natürlich gibt es noch viel mehr, was man machen kann. Hier hört Meditation längst nicht auf. Fortgeschrittene können üben, ihre Aufmerksamkeit für längere Zeit beim Atem zu halten oder diesen zum Beispiel auf einen anderen Gegenstand zu richten.
eine Kerze oder auch ein bestimmtes Wort. Es gibt Meditation, um den Körper wahrzunehmen, um sich seiner Gefühle bewusst zu werden. Es gibt Meditation, um Vergangenes loszulassen, um abzuschließen mit der Vergangenheit, um Selbstmitgefühl zu entwickeln. Es gibt also ein unglaublich breites Angebot und um das bestmöglich kennenzulernen, empfehle ich dir auch geführte Meditation. Es gibt zahlreiche Apps, die Anfänger Schritt für Schritt an die Meditation heranführen und durch verschiedene Kurse begleiten. Ich habe, wie gesagt, schon viele ausprobiert. Aktuell meditiere ich mit Bamboo, einer französischen App, die erst kürzlich ins Deutsche übersetzt wurde. Und das ist natürlich sehr schön, denn die meisten anderen Apps, die ich zuvor ausprobiert habe, waren die Meditationen englischsprachig. Und bei Bamboo ist das Schöne wirklich, dass die Meditationen alle in deutscher Sprache sind oder zumindest in deutscher Sprache zur Verfügung stehen. Wenn du das lieber in Französisch machen möchtest, kannst du das natürlich auch machen. Spanisch wird auch angeboten. Und so wie ich die Hersteller verstanden habe, haben sie auch das Ziel, Bamboo in so viele Sprachen wie möglich zu übersetzen, um eben so vielen Menschen wie möglich Meditation näher zu bringen. Bei Bamboo begrüßt einen immer dieser nette, runzlige, freundliche Mönch. Und dann, wenn man hier rauf geht, hat man also ganz viele verschiedene Kurse zur Verfügung. Es gibt Meditationen für Anfänger und es gibt aber auch Meditationen für Fortgeschrittene. Du siehst, es gibt viele thematische Bereiche wieder, zum Beispiel zum achtsamen Essen, zu Digital Detox oder auch für Kinder speziell Meditation oder für Eltern. Es gibt Meditationen im Gehen und Laufen, Meditationen gegen Stress, zum Loslassen, zum Mitgefühl, also alles, was ich dir auch gerade so erzählt habe, diese verschiedenen Kurse. Insgesamt gibt es bei Bamboo, glaube ich, 190 Meditationen mit einer Meditationslänge von 3 bis 30 Minuten. Ist also auch ein ziemlich breites Spektrum dabei. Und die ersten Meditationen, der erste Kurs hier, erste Schritte für Anfänger, der ist vollkommen kostenlos. Und was das Schöne auch daran ist, das sehe ich auch zum ersten Mal in der Meditations-App, dass es so kleine Zeichentrickfilme gibt, die die wesentlichen Prinzipien der Meditation erklären. Und das ist auch immer noch mal ganz nett, also so 1-2-Minuten-Filme, die einem zum Beispiel über eine Schneekugel oder so das Prinzip der Meditation erklären. Was auch sehr schön ist, ist, dass die App noch einen Timer hat. Wenn du frei meditieren möchtest, kannst du also diesen Timer nutzen, dir einfach einstellen, wie viele Minuten du am Stück meditieren möchtest und hier auch noch die Anzahl der Zwischengongs auswählen, um deine Meditationen für dich selbst einfach ein bisschen mehr zu strukturieren. Das Anfängerprogramm mit insgesamt 8 Sitzungen und diesen Zeichentrickfilm, die ich erwähnt habe, das ist komplett kostenlos und dauerhaft verfügbar. Die weiteren Meditationskurse, die muss man dann freischalten, indem man eben ein Abonnement abschließt und das Ganze erwirbt. Den Link zur App schreibe ich dir auf jeden Fall unten in die Infobox. Wenn du Interesse hast, schau einfach mal vorbei. Ich denke, dass vor allem die deutsche Sprache für viele doch vielleicht ein guter Anreiz sein kann, da mal vorbeizuschauen. Ansonsten hoffe ich, dass ich dir mit diesem Video einen kleinen Einblick in die Welt der Meditation geben konnte. Und ich würde mich freuen, von dir zu hören, wie du meditierst, ob du vielleicht irgendwelche positiven Auswirkungen festgestellt hast bei dir oder auch, ob du irgendwelche Probleme damit hast. Schreib mir einfach alles dazu in die Kommentare, abonniere meinen Kanal, wenn du weitere solcher Videos sehen willst und wir sehen uns beim nächsten Mal.